Boah, das war wirklich gerade ein richtig mieser Aufnahmen-Lag. Ah, wer sagt es denn? Kaputt sein. Oh, weiß es hier aus. Wieder ein neuer Ring. Neues. Also wieder die Enddudes. Mich würde jetzt interessieren, ob ich da immer noch 10 Flakos dann bekomme. Nein, natürlich nicht, das ist immer 5. Okay. Die Schlangenboys sind halt ein bisschen Rippe irgendwie. Also ich muss halt so gucken, dass ich nicht allzu viele Flakos verwende. Ich habe halt keinen Bock, das Leuchtfeuer aufzustufen. Dafür, dass ich am Ende eh wieder sterbe, das weiß ich schon. Wisst ihr, ich sag, ich möchte keine Flakos verwenden, werd aber immer dafür dann immer getroffen. Mach ich das einfach so. Ich krieg zwar nicht so viel, aber ich krieg immer ein bisschen Leben dazu. Na, und das sind die Viecher. Menschlichkeit. Menschlichkeit. Oh, cool. Die sollten mich so halt nicht alle mit ihren Attacken treffen. Oh, da lebt noch einer. Der kam von da oben. Kann aber auch sein. Menschlichkeit. Wunder, gnädiges Sonnenlicht. Wunder, linderndes Sonnenlicht. Menschlichkeit. Menschlichkeit. Wie viel Menschlichkeit habe ich jetzt? Da oben läuft noch so ein Dude rum. 30 Menschlichkeit, nice. Da könnte ich jetzt auch was machen. Da könnte ich echt was machen. Das machen wir aber noch ein bisschen später. Und jetzt habe ich einen Wanderflug benutzt. Die sollte ich vielleicht rausnehmen. Ich gehe jetzt nicht mehr nach London runter. Ups. Jetzt habe ich sie verkauft raus. Oh, Riesentürschlüssel.
Dann würden diese ganzen Viecher jetzt auch wieder rausgehen. Entschlossen. Hello again. What a chance meeting. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me at the archives. Such a stalk. The thought offends me so. I could simply die. As a student of the arts, you understand me. Hello again. Alas, the art. The thought of, as a student. Ja, wie komme ich an den Schlüssel? Ich habe doch diesen Archivzellenschlüssel eigentlich bekommen. Fürstenscherbe. Für die Archivturmzelle. Ja. Ist doch die hier, oder? Oder muss ich wieder jetzt irgendwo hinlaufen, dann da aufschließen, um dann irgendwo einen anderen Schlüssel zu bekommen oder was? Und die Sache ist, ich würde gerne auf dem Handy nachgucken, aber ich habe mein Handy schon ausgemacht. Oh man. That's gross. Weil es gab da noch irgendwo so eine Zellentür, die ich nicht aufmachen konnte. Vielleicht kann ich die jetzt aufmachen. Und da ist dann der Schlüssel für den Käfig unten drin. Wisst ihr, das sind auch solche Sachen, die verstehe ich nicht. Wieso kriege ich einen Schlüssel für irgendwo anders, mit der ich dann einen Schlüssel, womit ich eine Tür aufmache, um zum anderen Schlüssel zu kommen. Das ist halt absolut... RIP. Sonst würde ich jetzt dann einfach kurz nachgucken. Ich glaube, ich hoffe, es ist einfach mal. Okay. Nachdem ich jetzt gefühlte 10 Minuten darum gelesen habe, wegen Charakteren, dies und das, der Riesenschlüssel macht anscheinend das Tor auf. Probieren wir es einfach. Ich habe das nicht mehr probiert. Ich dachte, der Riesenschlüssel öffnet nur oben das Tor. Weil so riesig ist die Tür jetzt auch nicht. Verschlossen. Mich verarschen. Ja, der öffnet nur die Tür oben. Jetzt gucke ich noch weiter nach. Ja, okay, den Schlüssel für die Zelle, die finde ich anscheinend irgendwie später. Es ist ein bisschen weird, aber okay, warum nicht? Ich hätte es nicht wieder anmachen sollen. Das nervt mich jetzt. Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch die Folge auf.
Und dann denke ich mal, ich penne. Ich habe schon nach 2. Dann rendere ich die Folgen noch. Und ja, also ich lasse sie rendern während des wenn ich dann pennen gehe. Funktioniert, weil es praktisch ist, bei dem Programm, was ich zum Rendern benutze, kann ich einmal sagen, ja, nach wenn es fertig ist, soll es den PC runterfahren, was ich sehr gut finde. Immer bin ich auf den Trick nicht reingefallen. Oh. Ja, moin. Natürlich geht das auf die andere Seite. Ah, der keine scheinbare Wand.
Retreat. Oh. Well, fuck. Oh, wo kam der eine jetzt her? Da hinten ist das Bonfire, ich kann es schon riechen. Da muss ich einfach nur hingehen. So, endlich. Mal teleportieren. Meine der Untoten. Endlich. Jetzt muss ich bloß noch gucken. Hier war besser der André. Und ich muss noch bei dem gucken, ob ich was kaufen kann. Oh. You okay? Well, thank you mightily for that. Now, just leave the rest to me. Andre of Astora gets the job done. You shall see. Ich habe zwar keine Ahnung, was er jetzt alles machen kann, aber... Oh, das könnte ich verbessern. Aber will ich das? Brauche ich den göttlichen Zweien denn nochmal? Das ist die andere Frage. Da spricht nichts dagegen, die aufzuwerten. Und bei der bin ich mir nicht sicher. Ich könnte auch, die war ja bei 1,4 oder so. Da muss ich mal gucken. Ob ich da nicht doch noch was... Ne, 1,5 war die. Da muss ich doch mal gucken, ob ich da nicht... Oh. Ob ich da nicht irgendwas leichteres finde. Boah, 10. Die ich dann einfach so Diebesmaske, Waldere Kapuze. Ah, I know what you heard won't be easy. I'm afraid you'll have to look for someone. Dann versuche ich jetzt einfach die Wandere kaputt zu verstärken. Die müsste nach einer Weile eigentlich auch auf das Level von der Maske kommen. Jo, Stufe 5. Don't get yourself, kid. Neither of us. Neither of us.